Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias. Und ja, für alle Leute, die hier neu auf dem Kanal sind, kleine Info, hier auf dem Kanal erwartet euch nicht nur ein Unboxing und nein, sondern auch eine Inhaltsangabe und Bewertung, was auch eine kleine Meinung meinerseits über den Film an sich beinhaltet. Aber wir wollen nicht lange drum herum reden, ihr seid ja hier wegen dem, was in der Überschrift steht, und dann schauen wir mal, was die Katze uns hier vor die Tür gelegt hat. Jawohl, ein weiteres Steelbook, und zwar Wedlock. Wedlock exklusiv im Kochfilmshop, und zwar nicht nur exklusiv im Kochfilmshop, sondern auch exklusiv hier auf YouTube, auf diesem Kanal, denn dieses Steelbook erscheint regulär am 27.01. Und ja, hier seid ihr jetzt schon vorher mal dabei. Und worum geht es denn in Wedlock? Wie ihr schon hier an dem Cover sehen könnt, der wunderbare Rutger Hauer spielt hier die Hauptrolle und ist in einem neumodischen Gefängnis eingesperrt, in dem die Insassen quasi ein Ehepartner, deswegen der Titel Wedlock, zu Deutsch Ehe, und dort dann quasi verheiratet sind, in Anführungszeichen, mit einem Insassen, der ihnen nicht bekannt ist, und jeder von ihnen trägt ein explosives Halsband um den Hals, quasi ähnlich so ein bisschen wie bei Running Man. Und ja, sobald sich diese Insassen 100 Meter weit auseinander entfernen, dann explodieren beide, und zwar sprengen sie dann quasi mal den Kopf weg. Das soll die Insassen davon abhalten, auszubrechen, deswegen gibt es in dem ganzen Gefängnis auch keine Mauern und fast keine Wärter. Trotzdem gelingt es ihm, dem guten Rutger Hauer, auszubrechen, und es beginnt eine Verfolgungsjagd quer durch die Staaten. So viel Admarus zum Hintergrund, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal hier dieses wunderschöne Steelbook hier mal etwas genauer an. Das Steelbook wird in so einer J-Card geliefert und mit nur relativ wenig Klebepunkten, wie ihr hier sehen könnt. Und die sind wirklich leicht abzumachen, das heißt, wir haben ja keine Klebereste oder ähnliches auf dem Steelbook drauf. Und sich auch das Steelbook kommt wirklich in einem sehr guten Zustand hier bei mir an, weil Koch verpackt die Dinger immer ziemlich gut, muss ich sagen. Das habe ich schon von anderen Händlern schlechter erlebt. Also von daher, da an der Stelle nochmal ein kleines Lob raus. Ich würde sagen, bevor wir uns dieses Steelbook hier genauer angucken, schauen wir uns mal ganz kurz die J-Card an. FSK-Logo auf der J-Card. Das heißt, wir haben hier auch keinen Aufkleber, den wir ablösen müssen, der vielleicht zu irgendwelchen Problemen führen kann. Ansonsten unten nur den Titel, oben Limited Steelbook, also eine Limitierung liegt hier vor, aber ohne Nummer. So, hinten kurz eine Zusammenfassung mit so einem bisschen artworkigen Ausschnitt hier. Wie schon am Eingang erwähnt, gibt es hier diese Sprenghalsbänder, die sehen genau so aus. Und dann sehen wir hier nochmal so einen Ausschnitt aus dem Film. Und hier jetzt ganz kurz die Extras, gehe ich später nochmal drauf ein. Genau, das war es soweit von der J-Card. Nichts besonders Spektakuläres, aber schon, muss ich sagen, ziemlich stimmiges Design hier so mit dem Rost und so. Das geht schon ziemlich cool ineinander über. Auch hier der gute Rutger Hauer hier in den Übergang. Das sieht schon ziemlich cool aus. Aber apropos cool, jetzt kommen wir mal zu etwas, was ich wirklich richtig cool finde. Und das ist dieses Steelbook hier. Also ich muss sagen, das ist jetzt schon mein Favorite 2022. Das sieht einfach nur geil aus. Also ich bin echt geflasht. Wir haben hier unten so ein bisschen das Gefängnis in diesem leicht futuristischen Look. Und wie ihr sehen könnt, Rutger Hauer hier auf der Flucht, verfolgt von so Hubschraubern, und das geht dann über in so ein riesengroßes Profilbild, und man sieht so ein bisschen die kristallklaren blauen Augen von Rutger Hauer hier. Das ist schon richtig, richtig stark. Kein Text, nichts, also wirklich quasi wie so ein Artwork. Das kann man sich auch schon fast an die Wand hängen. Also das gefällt mir schon richtig gut. Als Poster oder sowas würde ich das auch richtig stark finden. Kommen wir zum Spine. Ganz klar, einfach nur Wedlock. Und das Blu-ray-Logo, sonst ist hier nichts großartig drauf. Also das geht schon in Ordnung soweit. Und jetzt kommen wir zu der Back-Ansicht. Und die gefällt mir schon fast genauso gut, wenn nicht sogar besser als die Front. Beziehungsweise ich könnte mich gar nicht entscheiden, welche Seite ich besser finde. Hat man ja gerade hier schon gesehen, ist das gleiche Motiv wie hier auf der J-Card. Und das sieht doch richtig stark aus. Hat hier wieder diese,
diese Stadtkulisse im Hintergrund, quasi mitten aus dem Ausbruch und quasi diese Faust, die dann sagt, hier, ich habe mich dagegen widersetzt, gegen diesen Sprenggurt, Halsband und da unten dann halt aber diesmal dann den Filmtitel. Also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Seite euch besser gefällt, die Vorderseite oder die Rückseite. Also das ist schon ziemlich stark. Natürlich alles Hochglanz, das heißt, hier muss auf jeden Fall eine Hülle drum, weil ich denke mal, sonst könnten hier durchaus Kratzer reinkommen, aber es sieht echt, also so wie ich es bekommen habe, hier kein einziger Kratzer drauf zu sehen. Gut, schauen wir mal ins Innere. Da haben wir quasi so in Schwarz-Weiß die, ja, so eine, die Begrüßungsszene, wo der Gefängnisdirektor den quasi mal ganz kurz sagt, das ist das Halsband und ja, dann könnt ihr euch dann quasi nicht mehr hier aus diesem Gefängnis entfernen. Ja, Disc hat das gleiche Logo wie das Front, wie das Back-Logo, gefällt mir auch sehr gut. Und ja, gibt's kleines Gimmick hier. Schaut mal, vielleicht pausiert ihr mal, kommt euch da jetzt irgendein Gesicht bekannt vor? Ja? Ja? Richtig, hier. Ja. Der Daniel Trejo, a.k.a. Machete, hat hier einen kleinen kurzen Gastauftritt. Ich wusste gar nicht, dass er so früh schon Filme gemacht hat, aber er ist hier mitten am Start. Ja, gehen wir mal als allererstes auf die Extras drauf ein. Also hier ist in dem Fall nicht wirklich viel drauf. Das Interview ist wirklich interessant. Bildergalerie, ihr kennt mich. Wenn ihr nicht kennt, dann habt ihr noch jetzt kein Abo drauf. Dann solltet ihr jetzt unten drauf drücken und auch die Glocke drücken. Denn ihr wisst, ich bin immer ein Freund der Bildergalerie. Also ne, ist so ein Extra, was ich immer nie verstanden habe, aber wenn ich irgendwann mal hier einen Zuschauer habe, der auf dieses Extra steht, dann bitte sofort mal unten in die Kommentare schreiben, was du von diesem Extra hältst und was es dir für einen Mehrwert gibt. Aber, was haben wir noch drauf? Ja, sonst eigentlich nur noch ein paar Trailer und von daher, Extras sind wir hier nicht sonderlich gut ausgestattet. Kommen wir zum Bild und Ton. Wir haben hier nicht nur eine Uncut-Version, deswegen hier nicht wundern wegen FSK 16. Dieser Film ist Uncut, wurde quasi runtergestuft von 18 auf 16. Früher war eine 16er-Version die geschnittene Version und die 18er war die ungeschnittene, die es hier, glaube ich, gar nicht zu kaufen gab. Aber an der Stelle, um Verwirrung vorzubeugen, wir haben hier die Uncut-Version. Ich habe mal irgendwo geguckt, Schnittberichte oder sowas, da sind schon einige Szenen gewesen, die jetzt auch nicht wirklich so schlimm waren, aber die damals rausgeschnitten wurden, so zum Beispiel explodierende Köpfe. Ja, also wir haben hier also eine Uncut-Version und zwar in der bis jetzt besten Bildversion, denn wir haben hier eine Neuabtastung von dem 2K-Material und das sieht man auch, also der Film sieht durchaus nicht schlecht aus. Wir haben teilweise ein bisschen Filmkorn drin, aber in weiten Stellen sieht das Bild doch ziemlich gut aus. Beim Ton ist es ein bisschen anders. Da haben wir Deutsch und Englisch jeweils nur eine 2.0 Stereo-Tonspur. Da hätte ich mir gern ein bisschen mehr gewünscht, aber durchaus für so einen 80er-Jahre-Film in Ordnung. Die Tonspur ist jetzt nicht irgendwie, fällt jetzt nicht negativ auf oder ja, ist halt einfach nur Stereo. Das heißt, wir haben keine räumlichen Effekte. So, das war's soweit zum Bild und Ton. Kommen wir mal kurz zur ja, Inhaltskritik des Films. Ja, Rutger Hauer finde ich hier in diesem Film durchaus unterhaltsam. In der Doku hat man auch gesehen, dass der Regisseur eigentlich den Rutger Hauer aus Blade Runner erwartet hätte, aber dann eher so einen Gérard Depardieu Rutger Hauer bekommen hat. Leicht ein bisschen aufgedunsen, lange, blonde, offene Haare. Und trägt eigentlich in 90% des Films irgendwelche seltsamen Klamotten. Das finde ich schon ziemlich selbstironisch von dem Rutger Hauer, denn er hat auch darauf bestanden, dass seine Frisur sich nicht ändert etc. Also musste der Regisseur da quasi mit ein bisschen beschwerten Bedingungen rangehen. Macht es aber nicht schlechter. Also wir haben hier wirklich einen 80er-Jahre-Film, der quasi einen 80er-Jahre-Helden hat, der aber nicht so 80er-Jahre-typisch ist wie Stallone oder Schwarzenegger, sondern wir haben hier einen ja, durchaus ein bisschen korpulenteren, aber doch sehr harten Typen, der trotzdem coole Sprüche und One-Liner drauf hat. Also ist an der Stelle wirklich mal was anderes. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Was ist also das Fazit? Wie ja schon im Tischreview gesagt, optisch finde ich dieses Steelbook wirklich sehr gelungen. Und ja, der Inhalt kann mich auch persönlich überzeugen. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, Link unten in der Videobeschreibung.
im Kochshop Exclusive. Und ja, Dankeschön an dieser Stelle nochmal für Koch, dass sie mir hier dieses extra vor dem offiziellen Erscheinungstermin zur Verfügung gestellt haben. Alles klar, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von diesem Film haltet und wie ihr dieses D-Book findet. Würde mich freuen. Soweit, so gut. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.